Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind im nächsten Solo-Battle aktiv. Und wir müssen ran in Baltimore bei den Ravens. Und ich ahne, das wird hier kein Zuckerschlecken. Oh, und ich glaube, den haben wir gerade in Seiten ausgedengelt, oder? Nein, ach, Gott sei Dank, das passte. An der 9-Yard-Linie startet der Return der Ravens. Gestoppt an der 24-Yard-Linie. Wollen wir mal schauen, wer hier das Trikot... Oh, das hat ja eine gewisse Ironie. Ryan Tannehill, der Quarterback der Tennessee Titans, der an gleicher Stelle hier die Ravens aus dem Playoff gekickt hat, ist jetzt hier der Quarterback. So, an der 24-Yard-Linie startet der erste Drive der Ravens. Wir gehen erstmal in eine Man-to-Man-Coverage. Erster und 10. Lauf, das ist Eric Dickerson durch die Mitte. 3 Yards Raumgewinn für die Ravens. Zweiter und 7. Und schon beim zweiten Versuch kein Running Back mehr im Backfield. Aber das ist auch gar nicht notwendig. Eieieiei. Denn Dickerson war hier als Receiver aufgestellt und holt hier gewaltigen Raumgewinn heraus für die Ravens. Es ist ein erster und 10 kurz vor der Mittellinie, an der 49-Yard-Linie. Und wieder ist es Eric Dickerson, eine Ein-Mann-Offense bis dato. Neues First Down an der 38-Yard-Linie. Und wir wechseln jetzt mal in eine Zone-Coverage. Das geht mir hier mit Big Plays viel zu schnell. Gehen wir in eine Cover 3. Erster und 10 an der 38-Yard-Linie der Cowboys. Man in Motion, einer der Titans, wechselt die Seite. Wieder Dickerson mit dem Run und das ist ein Tackle for Loss. Tillman, wunderbar. Zweiter Versuch und 11 damit. Cowboys in einer Cover 4, 2. und 11. Und das zahlt sich aber sofort aus. Direkt das zweite gute Defense-Play der Cowboys. Eine Cover 6. 3. und 11 an der 39-Yard-Linie. Zeit für Tannehill. Vollständiger Pass, aber kein First Down. Jalen Smith ist da, der Middle Linebacker. 4. und 4 von der 32-Yard-Linie. Das ist ein 49-Yard-Field-Goal. Aber die Ravens müssen Rückenwind haben. Also auf jeden Fall schaffbar. Der Kick ist unterwegs, aber der geht links vorbei. Keine Punkte für die Ravens. Ballbesitz Cowboys an der eigenen 39-Yard-Linie. Ein so schöner Drive bis dahin, in dem Moment, wo die Cowboys umgestellt haben auf die Zone-Defense, ging auf einmal nichts mehr bei den Ravens. So, wir starten erstmal mit einem Run. Emmitt Smith mit Mühe und Not 1 Yard nach vorne. Zweiter Versuch und 9. So, Drive-Through-Corner. Wir schicken Irvin von rechts auf eine Inrod. Der geht jetzt gleich in Motion. Blick geht auch zu den beiden Titans. Ganz schneller Pass auf Michael Irvin. Und das ist ein First Down an der 41-Yard-Linie der Ravens. 18 Yards Raumgewinn. Sehr schönes Play der Cowboys. So, ein Trap-Spielzug. Jarwin geht von der rechten Seite und da kommt auch der Blitzer in Motion. Da werden wir nicht viel Zeit haben. Aber das ist ein First Down. Einfach mal durch die Mitte gepusht. Ball an der 34-Yard-Linie der Ravens. Und das war der letzte Spielzug im ersten Quarter schon. Noch keine Punkte. Die Cowboys an der 34-Yard-Linie der Baltimore Ravens. So, der erste Pass, der zweite Passversuch. Entschuldigung. Play Action
Wir achten auf Terrell Owens von der linken Seite. Ich hoffe, dass meine O-Line mir genug Zeit gibt, damit dieser Spielzug sich entfalten kann. Da geht der Ball raus zu Terrell Owens und der kommt an die 3-Yard-Linie. First and goal für die Dallas Cowboys. Und wir probieren es erstmal mit einem Lauf und zu einem Fullback-Run über Ola Whaley. Einmal durch die Mitte pushen, Ball ist an der 1-Yard-Linie. Das ist ein Second and Goal, was wir jetzt haben. Per Audible in einen Passspielzug. Wir schicken Terrell Owens auf eine Slant Route. Den achten wir jetzt mal besonders und da ist der Touchdown für Dallas. 6:0. Die Führung. So, wir versuchen auch in diesem Spiel direkt auf die Two-Point-Conversion zu gehen. Wieder achten wir auf Terrell Owens. Dauert ein bisschen, dann löst er sich. Sicherer Catch und die Cowboys führen mit 8:0 gegen die Baltimore Ravens. Der Kickoff ist unterwegs an die 14. Ja, es ist wirklich windig hier. Meine Güte. Schöner, harter Hit hier. Von Xavier Woods. Erster und 10 an der 28-Yard-Linie für die Ravens. 11 Sekunden noch bis zum 2-Minute-Warning. Und ich würde es am liebsten bevorzugen, wenn wir direkt wieder in eine Zone-Coverage gehen. In eine Cover 4 in dem Fall. Erster und 10 an der 28. Dickerson mit einem Run. Kommt an die 32-Yard-Linie. Und das war das letzte Play vor dem 2-Minute-Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten der ersten Halbzeit hier in Baltimore. Kein Running Back bei Tannehill im Backfield. 2006. Oh, was macht denn Sanders da? First down an der 49-Yard-Linie. Incomplete Pass. Zweiter Versuch und 10. Ball immer noch 1 Yard von der Mittellinie entfernt. Wieder kein Running Back. Wenn sie so spielen, brauchen sie es auch nicht. Neues First Down an der 40-Yard-Linie der Cowboys. Die nächste Completion, der Ball ist an der 37-Yard-Linie. Zweiter und 7. Die Ravens weiterhin in der No-Huddle-Offense. Oder Dads lassen sich Zeit, Man in Motion. Und das ist ein vollständiger Pass. Ein Screen-Pass auf Dickerson bringt den Ball an die 34-Yard-Linie. Aber jetzt stehen die Ravens vor einem 3. Ähnliche Entfernung wie beim Drive zuvor. Tannehill wirft diesmal aber vollständig. Und das ist ein First Down in der Red Zone der Cowboys. Erstes Timeout genommen von Baltimore. Erster Versuch und 10 an der 16-Yard-Linie sind wir jetzt. Die nächste Completion der Ravens. Tannehill führt hier sein Team blitzschnell übers Feld. Zweite Auszeit genommen von Baltimore. Zweiter Versuch und 2. Der Ball ist an der 8-Yard-Linie. Viel Druck auf Tannehill und dann haut der noch so einen Pass raus. Der Ball ist an der 2-Yard-Linie. First and Goal. Jetzt haben wir hier einen ganz klassischen Goal-Line-Stand. Und Dickerson, ja, haut das Ding nicht in die Endzone. Die
Markus, nein, ich glaube, das war Jalen Smith, der tackelt ihn in die Endzone. Keine Two-Point-Conversion der Ravens. Wir suchen einen ganz klassischen PET. Was bedeutet, die Cowboys bleiben in Führung? 10 Plays zum Touchdown. Das war ein richtig guter Drive, den sie hingelegt haben. Und die Cowboys Defense muss sich was einfallen lassen, denn das kann so nicht weitergehen. An der 4 jagt ihn, nimmt Sanders den Ball auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit Macht Z kommt das Savage angerauscht. An der 18-Yard-Linie wird Sanders getackelt. Das tat weh. Gehen per Audible in einen Pass, nehmen den J-Stick. Wir achten auf Terrell Owens. Schneller Pass auf den Wide Receiver und das ist ein neues First Down. Cowboys nehmen die erste Auszeit. Also wir haben hier ein ganz, ganz enges Spiel. Da will ich wirklich nochmal versuchen, vielleicht in Field Goal Range zu kommen. Owens und Irvin von links, Cooper von der rechten Seite. Wieder ein schneller Pass über die Mitte. Jetzt ist der Ball an der 44-Yard-Linie. Wir haben aber nur noch 13 Sekunden, glaube ich, zu spielen. Jetzt müsste schon ein tiefer Ball kommen. So, das heißt, wir achten auf Michael Irvin und auf Amari Cooper. Der Blick geht zu den beiden Safeties und die lassen sich beide tief fallen. Incomplete Pass. So, und wieder geht der Blick zu den Safeties raus. Amari Cooper hat den Ball und die Cowboys nehmen eine Auszeit. Und damit sind wir in Field Goal Range. Wunderbares Play, da kam der Einsatz des einen Safeties etwas zu spät. Kein Icing, damit habe ich eigentlich gerechnet. Aber die Ravens doch hätten noch eine Auszeit gehabt und die Cowboys führen mit 11-7. Das ist nur eine 4-Punkte-Führung, die wir hier haben, aber es ist eine 4-Punkte-Führung. So, noch einmal ein Return. Die Uhr läuft ab jetzt. Freunde, wo ist meine... Dankeschön. Eieieiei, bis an die 48-Yard-Linie. Da wurde mir gerade ein bisschen warm ums Herz. Es ist Halbzeit. Dallas führt mit 4 Punkten und wir bekommen den Ball zu Beginn der ersten Hälfte zuerst zur Verfügung gestellt. Ein Field Goal und wir hätten eine 7-Punkte-Führung. Sanders nimmt den Ball auf an der eigenen 7-Yard-Linie. Return an die 28. Erster Versuch und 10 für die Offense der Cowboys. So, wir attackieren die Mitte mit Whitney und Olawale. Achten links außen auch auf Terrell Owens. Die O-Line kollabiert komplett. Lawrence Taylor mit dem Sack. Das war gar nicht gut. Shark Halfback Wheel. Witten attackiert die Mitte, der Blick geht links außen auch zu Amari Cooper. Die Ravens dominieren hier jetzt gerade die Situation, aber komplett. Cowboys komplett von der Rolle. Wir müssen in die Four Verticals. Der Blick geht wieder raus zu Amari Cooper. Der Blick muss nach hinten ins Backfield der Ravens gehen, zu den Safeties. Und der ist incomplete. Da war Witten in der Mitte, Mutterseelen alleine. Ich war zu sehr fixiert auf die beiden Wide Receiver. Ein 3-and-out und wir müssen jetzt wirklich von der eigenen 22-Yard-Linie hier punten. Ach du Gott. Ich habe das Gefühl, man kann halt sein, dass ich der Einzige bin, der immer nur gegen den Wind antreten muss. An der 49-Yard-Linie kommen die Ravens wieder aufs Feld. Aber das läuft hier gerade etwas kurios.
Erster Versuch und 10 an der 49-Yard-Linie für Baltimore. Dickerson mit dem Run, der lässt sich nicht deckeln. Kommt an die 40-Yard-Linie heran. Zweiter Versuch und 1. Wir bleiben in einer Cover 3, also in einer Zone Defense. Wieder ein Man in Motion und wieder ist es Eric Dickerson, Van der Esch mit dem Tackle, Ball an der 33-Yard-Linie. Neuer erster Versuch. Pass Rush der Cowboys nicht vorhanden. Tillman mit dem Tackle. Zweiter Versuch und 8. Der Ball ist an der 31-Yard-Linie. Wieder ist der Running Back als Receiver im Slot aufgestellt. Der sollte auch den Ball bekommen, aber da hat das Timing nicht gestimmt. Und so haben wir einen dritten Versuch und 8. Ganz, ganz wichtiger Versuch hier für dieses Spiel. Und es ist kein First Down, aber der Ball ist an der 27-Yard-Linie, also in der Green Zone der Cowboys, wo ein Field Goal eigentlich selbstverständlich sein sollte. Da ist die Unit auch auf dem Feld. Und wie gesagt, sie haben ja schon wieder Rückenwind und diesmal machen sie das Field Goal. Ein Punkte Führung der Cowboys. Es steht 11-10. Die Offense der Cowboys muss ich jetzt am Riemen reißen. An der 2-Yard-Linie. Das ist unfassbar. Aber ich habe hier nur... Ja, alles klar. Ja, das ist ein Spiel, das... Hier sollst du auf den Sack kriegen. Weißt du, du hast nur Gegenwind und dann wird beim Return gefumbled. Alles klar, Leute. Weißt du Bescheid. Nee. Also das ist, hatten wir schon lange nicht mehr, dass es so eindeutig ist. Die Two-Point-Conversion geht schief. Somit führen die Ravens jetzt mit 5 Punkten. 36 Sekunden vor dem Ende. Sanders mit dem Return. Diesmal hält er den Ball fest an der 30-Yard-Linie, kommt die Offense der Cowboys aufs Feld. So, wir laufen über die Außen mit Emmitt Smith. Der Ball soll über die linke Seite gehen und los geht's. Gestoppt an der 34-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 7. Nehmen den Jay Sale. Wir achten auf Irvin links außen. Meine O-Line ist eine Katastrophe. Das kannst du komplett vergessen. Cunningham ist hier so unter Druck. Der bekommt einfach keine Zeit. Dauerdruck der Ravens Defense. Ja, kaum sagt... Ja, Leute. Der nächste Fumble beim nächsten Sack. Unglaublich. Also das Spiel haben wir damit offiziell verloren. Zwei Fumbles hintereinander, die direkt zu Touchdowns zurückgetragen werden. Da musst du dich nicht wundern. Aber es geht ja auch nichts mehr. Also das ist ja eine Katastrophe. Meine O-Line hat komplett das Footballspiel eingestellt. Das ist echt großartig. Das habe ich so krass auch noch nicht gesehen. Die sind einfach nicht mehr präsent. Und natürlich im vierten Quarter hintereinander schaffen es die Ravens Rückenwind zu haben. Und wieder als fummeln die Cowboys den Ball. Leute, ist alles klar. Also das ist ein Footballspiel, was wir einfach nicht gewinnen sollten. Das muss man absolut so sehen. Ganz großartig, aber ich finde schön, dass EA das noch nicht mal versucht zu kaschieren. Nein, das wird einfach... Leute, ist so, nehmt es so hin. Ich nehme jetzt hier auch keine Auszeit mehr. Das treibt nur meinen Puls in ungeahnte Höhen, wenn dieses Footballspiel ja noch lange dauert. Unglaublich.
Der erste Touchdown fiel nur, weil wir die Ravens über die Goal-Line getackelt haben und danach dann ging hier die große Fumble-Area weiter. Also du kannst nur den Kopf drüber schütteln. Dritter und 14 von der 23-Yard-Linie. Ravens ohne ein einziges Turnover. Und Dickerson läuft mal eben bis an die 6-Yard-Linie. Das ist großartig. Also, ich nehme ja keine Auszeiten mehr. Das ist, tut mir leid. Es fällt zu sehr auf, was hier gerade passiert. First and goal an der 6. Natürlich der Touchdown für die Ravens. Ist klar, Leute. Also, ich spiele keinen Millimeter anders als sonst. Also deswegen ist es schon echt eindeutig. Also wenn man keine Interceptions wirft, dann musst du halt die Leute fummeln lassen. Das tun hier die Ravens in vorbildlicher Manier. Ich habe jetzt schon wieder Angst vor dem Return. Vor allen Dingen, der ging schon wieder. Also jeder der Bälle hatte hier bei den Kickern der Ravens hatte Rückenwind. Also das ist wirklich der heimteamfreundlichste Wind, den ich in meinem Leben je gesehen habe. So, 4 Verticals. Soll uns keiner sagen, wir würden nicht alles versuchen. Ja gut, wenn du hier einen Lawrence Taylor hast, der wirklich einfach nur machen kann, was er will. Weil irgendwie niemand bereit ist, auch nur ansatzweise ihn mal zu decken. Hurra! Ein vollständiger Pass von Cunningham. Hatten wir schon länger nicht mehr. Dritter und 10. Wir achten auf Witten, wir achten auf Emmett Smith. Tillman mit dem sicheren Tackle. Das ist ein 4. Versuch und 6 von der eigenen 32-Yard-Linie. Den spielen wir aus. Blitz angezeigt von der linken Seite. Da wird es gleich wieder einschlagen bei Cunningham. Natürlich nicht. Nee. Also hoffen wir, dass die Ravens werden nicht aufs Knie gehen, weil wir ja noch unsere Auszeiten haben. Aber wir werden hier nicht mehr aktiv eingreifen. Das ist einfach. Da hätte ich machen können, was ich wollte. In dem Spiel hätte ich nichts mehr gerissen. Nochmal ein Run von Dickerson. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Ravens so gnädig sind und die Uhr weiter runterlaufen lassen. Das tun sie Gott sei Dank. Also so eine krachende Solo-Battle-Niederlage haben wir schon lange, lange nicht mehr kassiert. 30 zu 11. Dank 3. In Worten 3 Fumbles quasi hintereinander. Also, es hat nicht sollen sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.